Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier in Thüringen. Ja, die letzten Silage waren abladen und die jeweils in den Bunker reintun. Die Missionen sind abgeschlossen. Beziehungsweise eine habe ich abgebrochen, weil es ließ sich nicht zu Ende machen. BGA hat schlechtweg den 1% nicht geschafft. Ich habe aber einen Rabattpunkt oder Rabattprozent für das Feld bekommen. Also wahrscheinlich eher im Bug Richtung, ja, lässt die Karte das Feld entsprechend fehlerhaft oder zu knapp berechnet bei der Annahme von bei der Mission. Ne? Das ist ein Bunkermittel. Normalerweise Silageball und Silageballen. Also mal die Sache beobachten. Vielleicht machen wir irgendwann wieder dieselbe Mission und dann das gleiche ist. Dann müssen wir rausfinden, ne? Das kann sicherlich ein bisschen dauern. Ich überlege gerade, ob ich noch gleich Mist herfahren werde. Der Anhänger steht ja hier mit Mist drin. Und dann werden wir die Silageballen entsprechend reintun. Ja, bis unsere Wiesen wieder soweit sind. Ja, müsste eigentlich morgen soweit sein, dass die drei Wiesen, Felder Prinzip 20, 37, 53 dann soweit sind, dass man die entsprechend mähen können auf Schwatt und praktisch dann für jedes Feld einen Sammelwagen nehmen und entsprechend reinkippen, ne? Also ein Silo. Ersten Silo voll machen, müsste rund 1,5 Millionen Liter rauskommen bei. Wie der Ertrag dann aussieht. Ich hatte ja ungefähr 17 Tonnen pro Hektar. Wurde mir angezeigt, ne? Ob das dann so stimmt, ist weiß ich nicht genau. Werden wir dann sehen. Vielleicht wird es sogar mehr, weil wir noch eine Wachstumsstufe dazu bekommen. Ne? Das ist ja Stufe 2 aktuell. September dann ja ernten. Wenn das die 3 ist, hoffe ich jedenfalls. Und die anderen Wiesen, wo ich Heu gemacht habe, müsste dann auch bald soweit sein. Na, hier vorne ein bisschen Heu zu sehen ist. Na, gucken, was unser sagt. Muss geflügt werden, das ist ein bisschen ungünstig. Stickstoff im Wachstum, also hier ist noch gar nicht gewachsen. Also nicht erntereif. Ansonsten Dünger und Kalk ist ganz okay. Hier, das passt gerade so, ne? Irgendwo hat es mir nicht gefallen, dass ich so dicht dran war am Zaun. Ah, hier die Ecke. Abladen. Aber gut, damit kann ich das Recht leben, ne? Also, was soll's. Deswegen reise ich ab, ne? Ist ja außerdem voller Stroh. Das brauche ich auch zum Winter, ne? Das ist ganz wichtig. Ups, oh ja, das wird eng. Das war eng. Die Heuballen, die können auch gleich bei den Kühen hingebracht werden. Hätte ich vorher machen sollen. Das war Maßarbeit. Einen Ballen rollt, dann ist es geschehen. Ne? Ja, einzig Problem ist hier, dass eine. Versuche mal das links zu nehmen und dann die anderen Beine so
Und dann den Kühen das gleich reingeben. Ein Silo, ne? Muss ja eh gemacht werden. Und der geht ab, ne? Und sobald das geht, muss den ja auf Stufe höher stellen, ne? Geschwindigkeit meine ich. Geht so nicht. Man nimmt ja so an, ne? So passt das schon. So, stellen wir hier mal ab. Ja, später ist ja. Oh, das ist noch. Welt 5 ist aber jetzt schon ein bisschen weiter, denke ich mal. Vom Wachstum her. Denke ich mal. Ja, doch. 20 und 37 sollte eigentlich durch die innere in. Ja. Morgen im Prinzip in Game soweit sein, ne? Ja, ich habe mal ein bisschen gegoogelt wegen der Bäume Wachstum. Also wenn man mit einem Tag spielt, wächst der Baum in 2 Jahren, kann man sagen, ne? Also 24. Spielt man das mal 3, dann mal 3. Also der Monat bleibt immer, das sind immer die Monate im Prinzip. Also 3 Monate wäre insgesamt auch mal 3, 24. Das betrifft ja die Marsch und da. Wenn mit einem Tag spielt es natürlich die Geschwindigkeit viel höher, ne? Na, das Gefühl dafür, ne? Also sonst 3 Tage, als wenn ein Tag wäre, ne? Bei den Tannen und Fichten. Also 24. Ja. Also im Prinzip 2 Jahre, ne? Also pro Monat. Ja. Wachstum und dann gesamt gesehen 24, 2 Jahre eigentlich. Aber die Eiche wächst aber schneller. Das ist voll. Daran lag's nicht. Gut. Ich will mal die Silage rein befördern. Den Traktor müsste ich dann nutzen für den anderen. Aber wie gesagt, morgen früh nochmal auffüllen. Also, bevor wir die Wiesen müssen erst gemäht werden. Könnte auch Schwatt legen. Das ist im Grunde egal. Tragisch. Jetzt kann ich aber theoretisch sogar schneller spielen. Auf 5 oder auf 6, ist egal. Eine. Die beiden da in der Mitte, die schwarzen Dinger da, die Streben, das wäre schön, wenn ein bisschen länger wären, da könnte man das sicherer abfangen, ne? Gut, geht's auch.
Plups. Wird ein bisschen mehr Ton besteuern. So, Lautstärke. Ich versuche mal aktuell mit dem Fahrtmodus was zu probieren. Immer ein bisschen riskant. Weiß. Aber das mit dem Modusprinzip Standard. Runde die, ja, die alte Modus. Nicht auf HDR, sondern einfach so das alte Ding hier. 700 noch was. Volles Farbschema, ne? Juckt. Ist gewaschen, hat juckt, ey. Schön wendig, ne? Ja, mit 3 Tagen ist es natürlich ein bisschen. Es dauert alles ein bisschen länger. Aber ich sag mal so. Es soll ja auch nicht ein Stressort, ne? Das Problem ist, wie gesagt, auch die Produktion, ne? Und länger. Ich hatte ja mal unter Ellengrad gedacht, oh, machst auf, dann produzierst du mehr. Nee. Wäre eine Frage des Monats. Ah. Monat wird zu viel produziert und wenn er auf 28 Tage einstellt, produziert trotzdem die gleiche Menge. Völlig egal. Was die uns herstellen könnten. Ich meine, die Menge ist überschaubar, ne? Die Molkerei, ne? Da muss ich mal überlegen. Wahrscheinlich irgendwo noch 2 dazu bauen. Mal gucken, wie die Milch hinkommt. Denn das macht ja keinen Sinn, wenn die Milch nicht reicht. Wir haben 4 Ställe, ne? Also 3 wäre theoretisch sogar sinnvoll wegen später mal Schokolade. Produzieren. Das dürfte jetzt voll sein, ne? Die nächsten 3 im anderen rein. Ja, jetzt, man sieht schon wieder, momentan wie viel mehr. Also Grassilage plus die andere Ganzgrassilage. Das macht schon was aus. 2 Sorten mehr und schon läuft das, ne? Plus Mist. Gülle müsste aber auch bald wieder fertig sein. Und Gülle, das wird noch nicht reichen. Oh, oh. Hey, reinfahren hier. So. Was wäre das? So. Geld verdient. Wer will das nicht, ne? Sehen wir das. Das mit dem Rohmetan und mit dem Generator ist ein bisschen blöd. Weil, ja, das andere wird dort nicht sichtbar, ne? Was vielleicht wichtiger wäre. Rohmetan kann ich so nicht beeinflussen. Geht eh automatisch. Was ich machen könnte, wäre ja folgendes. Ich könnte ja schon mal hinfahren, ne? So viel Silage haben wir gar nicht mehr hier. Ja. So ein bisschen blöd. Ein bisschen, naja, verschätzt nicht, aber dachte, wir kriegen echt mehr bei raus. Ne? Aber muss mal sehen, nächstes Jahr.
dass wir da mehr mal rüberkommt. Gut, der wäre schon voll. Was ja eigentlich gut ist. Normalerweise kommen wir dann locker einen Tag mit aus. Muss man jetzt testen, ne? Beziehungsweise mal merken, wie das mal das voll gemacht wurde. Also, ja, halb drei, ne? Ja, Uhrzeit ist mir schon fünf. Nur noch Winterzeit zu stehen. Weil ich komme da so schlecht an. Kurze Arme. Voll. Das ist mal so auslaufen. Mist ist. Gut, haben wir schon verarbeitet, ne? So, 5 Stunden. Ja, Gülle, ne? Mal gucken, was Gülle da ist. Enthält ja auch ein bisschen Energie, ne? So, mal gucken, was da ist. Wie viel? Ja, ich bin schon schön Freitag, ne? Ist ja soweit, ne? Wahnsinn. Ist nicht viel. Der Brauch ist etwas, also die BG hat auch mehr. Da ist Luft nach oben, würde ich meinen. Die Tiere haben jetzt kein Geld, das muss man reichen fürs Maisfeld. Dann schwappen wir auch eine Option, ne? Auf 9 Meter. Aber wiederum ist das auch Quatsch. Einzig, was besser ist, mit Sammeln, dass keine Reste bleibt, ne? So. Wir aktivieren. Und verteilen, ne? Wir haben ja 2 Gülle, aber das wäre Quatsch. Das ist, glaube ich, ein anderer Hof. Erdbeeren haben wir auch schon was da. Mit Tiergülle haben wir 2,4. Da habe ich, glaube ich, noch nicht aktiviert. Das wäre richtig viel Geld. Mistgülle. Nix da. Müsste ja nur, ja gut. Der andere war ja deaktiviert. Das kann sein, jetzt zur vollen Stunde ein bisschen was reinkommen. 3. Mal gleich nach. Da können wir auch so gucken, ne? Die fahren wir zu 24.
6 Vorbereitung. Und 50. Das will ich jetzt sehen. Das wäre richtig viel Geld, um das momentan ist nicht, doch 4,46 ist mehr gewonnen. 4,546. Er hat auch Gülle reingeworfen, ne? Und da oben ist ja aus. Ist okay. Das beides haben wir nicht. Vielleicht kommen wir auch noch ein Rübenfeld. Kleines. Mal schauen. Mal nur schauen, wo du am besten so ein Lager hinstellen, ne? Muss auch irgendwo gelagert werden. Wäre so war nicht verkehrt, ne? Das Feld hätte ich ganz gerne gekauft, aber ich dachte, da brauchen wir ein bisschen Geld. Lotto gewinnen, ne? Würde ungemein beruhigen, wenn man ein Konto hat. Geld macht nicht unbedingt glücklich, aber es beruhigt so ungemein, ne? Also Geld allein nicht. Man kann sich ja einzig kaufen, das Gesundheit. Also andere geht. Meistens. Ja. Auch nicht alles, ne? Aber lieber haben, was nicht haben, ne? Naja. Ich bin mal mit dem zufrieden, was ich habe. Klar, darf es gerne mehr sein, aber wie gesagt, lieber gesund. Und arm als reich und krank, nie. Ja, arm bin ich ja nicht, aber ich komme zurecht, sag mal so. Das, was ich mir so wünsche, erreiche ich im allermeisten Fällen. Ne? Oft denke ich schon mehrere Wochen darüber nach, was ich mir wünsche, aber wie gesagt, hier sieht schon mal ganz gut aus, ne? Hier sieht es gut aus. Hier macht er mir Ertrag 17,6 die Tonne, 17, 5, 17, 16, 17, 17, also rund 17 Tonnen, 641 Liter. Das wäre schon gut, ne? Da hätten wir schon mal fast die ein Drittel von dem Silo voll. Sonne geht unter, oder? So, schon ruhig. Ja. Geht's im Hof, den ersten Abfahren, ne? Jetzt können wir auch die Zeit vorstellen, das kann ja ein bisschen schneller laufen. Weil morgen möchte ich ganz gerne. Das soll morgen beginnen, also soll nicht noch länger wachsen, das Zeug. Weil dann soll es nachher Richtung ja. Weizen, Gerste zum Beispiel, ne? Für GPS wäre eine Möglichkeit, ne? Das soll ja auch gemacht werden. Aber da fragst du am Ende, war das denn wertvoller, das Getreide? Oder ja, als GPS, ne? Eine Frage. Das lässt sich ja zu schlecht herausfinden. Ich meine, ich könnte ja theoretisch die anderen Wiesen zukaufen, wo man jetzt theoretisch keinen Kurs fahren kann mit Kursblock. Aber ich brauche auch Geld für das Maisfeld. Wenn ich die drei Silos voll bekomme, das ist gut mit Mais.
So. So. Tank ist gut gefüllt. Na gut, halb voll. Ja. Den fahren wir das Feld mal. Ja. 53. Das schon mal da ist, ne? Ups. Und dann noch Feld Nummer 37 in Traktor hinfahren mit Anhänger. Da können wir das nach und nach mähen lassen und dann nachher gleich, wenn das Feld fertig ist, anfangen mit einsammeln. Was ist denn so? Da hätten wir theoretisch, theoretisch praktisch genügend Zeit aussaat mit, ja, meinetwegen Weizen, ne? Weizen bringt ja eigentlich mit am meisten Ertrag, aber Weizen eigentlich von Kornhöhe und Strohhöhe nicht so hoch. Das Ideale normalerweise, wenn es Roggen wäre. So Roggen haben wir nicht. Dann käme noch Gerste in Frage. Weil Weizen ist ein bisschen... von der Saathöhe, von der nicht Saathöhe, von das fällt mir ein, die Wachstumshöhe, das war jetzt oft ziemlich kurz, kann auch daran liegen, dass es zu kurz gespritzt wurde, weil viele haben Angst, dass er zu lange auf dem Feld liegt und dass durch starken Regen und so Hagel das flach gedrückt wird, ne? Das dann bricht durch den Wind zum Beispiel. Das wäre da nicht so gut. Beerdigt ein bisschen blöd. Achso, Ventilator geht aus. Ja, auch eine Option, ne? Tim einstellen. Halbe Stunde. Und die Zeit lieber sehen, ne? Wenn man ein, zwei Minuten macht, die Augen brennen nicht fett, ne? So. Das sind so eine Felder, die man ganz gerne zusammenlegen würde, auf letztlich gesehen, ne? Denn hier ist auch so 1,722. Hier ist Ertrag, oh, nur 239, 240. Die Fläche ist kleiner. Ist auch nur 4 Hektar. Habe ich schon unterschätzt. Aber Ertrag ist hier höher. Prozentual. Ja, ich hoffe, das soll schon vorher gewesen sein. Ich sage mal schön Dank, dass Sie reinschauen. Tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.